Maren Olsen, völlig verständlich. Manchmal merkt man das gar nicht direkt, wie es ist, wenn du mal wieder draußen Fotos machst. Das ist doch eigentlich eine Leidenschaft von dir. Dafür muss man ja nicht weit weg, vielleicht im Garten oder in der Straße. Sei bitte nicht so streng zu dir. Viele liebe Grüße. Also zumindest in meiner Situation oder so wie ich das wahrnehme, muss man dafür weg. Also mal davon abgesehen, dass ich hier im Garten und auf dem Stolperfeld wahrscheinlich irgendwie jeden Zentimeter gefühlt irgendwie abfotografiert habe. Ich habe so viele Bilder auch vorhin schon. Ich muss einfach mal was anderes sehen. Und es ist ja nicht nur irgendwie das Fotografieren an sich, sondern alleine irgendwie unterwegs zu sein und irgendwie schöne Bilder zu machen und so. Ich habe da früher mal irgendwann ein Video drüber gemacht. Wie das ist, so morgens, wenn der Verkehr sozusagen noch nicht läuft, so durch die Stadt zu ziehen, Bilder zu machen und so, wenn es gerade hell wird und sowas. Und das ist einfach schön. Aber mir fehlt es extrem. Und jetzt die Bilder irgendwie im Garten zu machen. Sicher kann man Bilder im Garten machen, aber das ist nicht dasselbe. Und vorher habe ich immer schon so einen Blick dafür gehabt, wann ich irgendwie oder wo ich ein Foto machen soll oder ein Video machen soll und sowas. Oder wusste schon vorher, was ich aufnehmen will, weil ich mir irgendwie eine Liste gemacht habe oder irgendwie sowas. Aber mittlerweile habe ich diesen Blick, würde ich mal sagen, eher so ein bisschen verloren. Aber das ist jetzt nichts irgendwie, was man sich nicht zurückholen kann. Aber trotzdem hier im Garten kommen wir kaum noch irgendwie die 50 Schritte weit oder so. Aber das wird. Das wird.